Als erstes Land haben die Niederlande ihre Abgeordneten für das Europäische Parlament gewählt. Laut Prognosen kommt das grün-sozialdemokratische Bündnis auf 8 der 31 Mandate. Die PVV des Rechtspopulisten Wilders erlangte danach 7 Sitze. In den Umfragen, da hatte sie noch vorne gelegen. Nach den Niederlanden öffnen heute die Wahllokale in Irland und Tschechien. Einzelne Länder haben auch den Samstag zur Stimmabgabe vorgesehen. Der Großteil der nationalen Wahlen für das Europäische Parlament findet dann aber am kommenden Sonntag statt. Dann sind auch in Deutschland 65 Millionen Wahlberechtigte zur Abstimmung aufgerufen. Und wie das genau funktioniert mit der Wahl zum Europäischen Parlament, das erklärt unser Kollege Marian Grunden noch einmal genauer. Der Countdown zur Europawahl läuft. Die Parteien, die werben um die letzten Stimmen der unentschlossenen Wähler. Und wir wollen uns genau anschauen, wie diese Wahl eigentlich abläuft. Die Europawahl, die läuft vom 6. bis zum 9. Juni. Heißt also, unsere Nachbarn im Nordwesten, die Niederländer, die haben bereits abgestimmt, während Deutschland dann am Sonntag wählen wird. Insgesamt sind 350 Millionen EU-Bürger wahlberechtigt, dürfen also abstimmen und wählen insgesamt 720 Abgeordnete. 96 Abgeordnete davon entsendet Deutschland. Heißt also, ein Abgeordneter aus Deutschland repräsentiert ungefähr 875.000 Bundesbürger. Am Sonntag ist es dann aber auch bei uns soweit. Dann werden auch wir an die Wahlurne gerufen. Und dann dürfen 65 Millionen deutsche Bürger dann auch ihre Stimme abgeben. Das war 2019 noch niedriger. Da waren es nur 61,5 Millionen Bürger. Und dass der Grund dafür ist eben, dass das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt wurde. Heißt also, das erste Mal dürfen Minderjährige in Deutschland bei dieser Europawahl auch ihre Stimme abgeben und mitbestimmen, wie dieses Europäische Parlament dann aussehen wird. Und das Europäische Parlament, das schauen wir uns auch noch mal genauer an. Das ist nämlich das einzige von den EU-Bürgern direkt gewählte Organ der EU. Und das ist eben dieses Parlament, in dem dann 720 Abgeordnete ab 2024 sitzen werden. Wir wollen uns aber auch mal anschauen, wo in diesem EU-Kosmos sich das genau befindet. Und da ist der Europäische Rat einmal, der so die allgemeine politische Richtung vorgibt mit den 27 Staats- und Regierungschefs, Ratspräsident und EU-Kommissionspräsidentin. Der Rat der EU, da sitzen die Fachminister drin, heißt deswegen eben auch Ministerrat. Und die EU-Kommission, wo die 27 unabhängigen Kommissare drin sitzen. Tatsächlich ist es so, dass die EU-Kommission Gesetze vorschlagen kann, und zwar dem Rat der EU und dem Europäischen Parlament. Diese Gesetze werden dann gemeinsam zusammen beschlossen und auch der EU-Haushalt wird in diesem Konsortium dann letztendlich beschlossen. Wichtig aber auch für die EU-Bürger, die haben tatsächlich die Chance, auch eigene Gesetzesinitiativen einzubringen und das eben über Bürgerbegehren, die sie an die EU-Kommission richten können. Also diese Wahl des Europäischen Parlaments ist enorm wichtig, wenn man mitgestalten wird. Und wir sind gespannt, wie das Ergebnis dann letztendlich für Deutschland aussehen wird.